noch einmal. Meine Damen und Herren, willkommen zum Frühschoppen. Da sind die vier Laufendaler. Mit den Laufendaler kannst du alles machen. Haben wir bei meinem Stein schon gesehen und bei alle. So, liebe Freunde, ein Frühschoppen. Alfred hat gesagt, geh mit uns mit den vier Laufendaler, du musst ein bisschen moderieren, aber Englisch musst du reden. Und ich sag, Alfred, vergiss das, Englisch, das interessiert keinen Menschen. Hat der Alfred gesagt, ja sicher, hat er gesagt, Englisch musst du reden. Und ich sag, hör auf, früher war ich so super, da haben wir alle Deutsch geredet, jetzt müssen wir Englisch reden. Früher zum Beispiel haben wir gesagt, der Kapellen spielt gut, heute muss man Englisch reden, müssen wir sagen, die Band hat einen Sound, das ist Englisch, gell, oder? Früher zum Beispiel haben wir gesagt, das ist mein Freund, das ist ein klasse Kerl. Heute musst du Englisch reden, heute musst du sagen, ist ein cooler Typ, oder? Stimmt ja. Früher zum Beispiel bei uns daheim haben wir gesagt, Saufurt, ein Kospiel. Heute sagen wir McDonalds. Jawohl, überall Englisch drin, ja? Möchte mich gleich entschuldigen bei allen Zahnlosen, ich muss gern drüben essen, das ist eine super Sache. Servus, mein... Lavantaler Reisen, mehr oder weniger. Ne? Da ist eine Einigung und hat gesagt, durch Gott, ich möchte gerne einen Urlaub buchen. Hat der Verkäufer gesagt, was hast du gesagt? Ich möchte gerne bitte einen Urlaub buchen. Okay, hat er gesagt, einen Urlaub, da hätten wir eine Woche Ungarn, Halbpension 398 Euro. Hat der Laufendaler gesagt, ich möchte einen Urlaub buchen, dann ruhig mit Gott. Okay, hat er gesagt, wenn du ein bisschen besseren Urlaub haben willst, dann fliegen wir nach Mallorca für 14 Tage. Das kostet 3.900 Euro. Hat der Laufendaler gesagt, ich möchte einen Urlaub buchen, dann ruhig etwas tanken. Hat einer gesagt, was hast du gesagt? Dann ruhig etwas tanken. Dann hat einer, der Verkäufer, gesagt, wenn du so viel Geld hast, weißt du was, dann machen wir eine Weltreise, das dauert 3 Monate. Kostet 45.628 Euro, hat der Laufendaler gesagt, dann nehme ich. Hat einige gegriffen und hat das Bar weggezahlt. Hat der Verkäufer gesagt, hast du so viel Bargeld mit? Bist du ein Wahnsinn? Hat er gesagt, hast du so viel Bargeld mit? Hat er gesagt, Wahnsinn, hast du im Lotto gewonnen? Hat der eine gesagt, ja, im Lotto noch nicht gewonnen. Dann sagt der eine, Alter, wenn ich im Lotto gewinnen, dann darf mich der Schlag treffen. Hat der eine gesagt, ein Klampsti und vorhin schon geredet, hat der was. Was ist denn jetzt los? Große, dass ihr denn nicht schaust, dass ein großer Kapell und so kleine Bier. Man ist ja Wahnsinn, aber sie wurscht, fast in 5 Minuten die nächste, sind wir wieder grad. So, liebe Freunde, die vier Laufendaler und der Ui-Ur-Knall, wir haben eine. Ihr dürft ruhig mitklatschen, probieren wir es einmal. Hopp, 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 hopp. Thank you.
Tanz. Meine Gäste bei uns hier im Paparino-Zelt zum Frühschoppen sonntags. Es ist super, dass alle da seid. Aber ich muss euch eine Geschichte erzählen. Vor kurzem beim Zahnarzt in Wolfsberg ist eine Bauereinigung und hat gesagt, Herr Doktor, was kostet das Zahnziehen? Hat der Doktor zum Bauern gesagt, mit Spritzen, was du nicht spürst, kostet 50 Euro ein Zahn und ohne Spritzen einfach rausreißen kostet es 10 Euro. Hat der Bauer gesagt, ich hätte 2 Zähne zum Ziehen. Hat der Doktor gesagt, passt, mach mal. Hat der Bauer gesagt, aber gleich, dass die mit 50 Euro. Ich nehme einmal mit 50 Euro und einmal mit 10 Euro. Einmal mit Betäubung und einmal ohne Betäubung. Dann hat der Doktor gesagt, passt, fangen wir an. Hat er gesagt, der Bauer, passt. Hat er gesagt, gleich, dass mit 50 Euro fangen wir an. Ist aufgesessen am Sessel, hat sein Pappen aufgemacht, hat die Spritzen gekriegt. Oh, der Zahnarzt hat ihm den Zahn gezogen. Super, nichts hat er gespürt, der Bauer. Na, sagt der Zahnarzt so, jetzt kommt die 10 Euro, die 10 Euro Variante, wo sitzt der Zahn? Hat, ist der Bauer aufgestanden, hat die Tür aufgemacht, hat ausgeschrien, Alte, komm rein, du bist dran. Es ist immer so. Steirischen Bauern reingekommen ins Lofental und haben gesehen, wie bei der Lofend unten die Kühe im Wasser saufen und die Bauern hinten möchten. Da haben die steirischen Bauern gesagt zu den Lofentaler, was tust du denn da? Haben die Lofentaler Bauern gesagt, das sind unsere neue Lavantaler EU-Kühe. Die saugen vorne das Wasser an und hinten kommt die Milch raus. So wie ein Durchlauferhitzer. Haben die steirischen Bauern gesagt, ja, bist du deppert, da kaufen wir gleich ein paar da in Kärnten, ne? Dann haben sie 10 so eine Kühe gekauft, haben sie es ausgetrieben, da der Edelschrott, und da geht es ja ziemlich steil bergab, und da unten ist so ein Teich, wie ihr seht, so ein Karpfenteich voll mit Lärm und so geklumpert, ne? Und da müsst ihr euch vorstellen, haben sie die steirischen Bauern die Kühe zugetrieben, die haben das Wasser rausgesoffen, und da gesagt, Karl hat gesagt, jetzt werden wir mal anständig melken, hat er gesagt. Und nach ca. 10 Minuten war halt Schluss mit der Milch und vor lauter viel Wasser saufen hat die Kuh so umgetan und so. Und auf einmal hat sie noch eine Schumme gedreht zum Milcheimer. Uff, ratsch, eine. Hat der Bauer das gesehen, der Steirer, hat er gesagt, ist aufgestanden, hat er gesagt, Karl, treib sie eine weiter, die saugen schon Schlammern. So, eine Runde ist gekommen. Ja, eine Runde Bier. Ich hab von ihm schon gekriegt einen weißen Sprit. Ich hätt's nicht wissen sollen, soll mich doch der Teufel holen, dass man so schnell verliert, habe ich nicht kapiert.
ich schätz dich wissen soll. Du hast es sicher bei. Die Chance kommt nicht nochmal, das ist mir nicht egal. Hast gedacht, du machst es nicht so leicht für mich. Doch das hab ich übersehen. Und ich weiß, dich allein. Aber das muss ich heute bereuen. Ich hätt's dich küssen sollen. Soll mich doch der Teufel holen. Dass man so schnell verliert, habe ich nicht verdient. Ich hätt's dich küssen sollen, du hast es sicher wahr. Die Chance kommt nicht mehr wahr, das ist mir nicht egal. Ist unsere Zeit. Hat es erfahren, dass wir weiter Freunde und nachts Verliebte waren. Du nahmst den Ring von deiner Hand, ich schlich mich aus dem Haus. Denn schworen wir uns beide, die Liebe hält das aus. Als du noch mein Geheimnis weißt, da war es uns egal. Wir liebten uns in jeder Nacht, als wär's das letzte Mal. Als du noch mein Geheimnis weißt, geschah es bald von mir. Und doch war ich seit dieser Zeit nie mehr so nah bei dir. Ein Kuss war wie ein Feuerblitz, der aus der Hölle kam. Und wenn ich dich heute spüre, dann denke ich noch daran.